Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Dragonborn. Wir waren stehen geblieben bei diesem komischen Rätsel hier. Wir müssen jetzt ein Buch reinpacken. Jetzt ist natürlich die Frage. Hier weiß ich gerade echt nichts einzuordnen. Wir haben ja hier hinten hatten wir ja die Klauen. Das ist logisch, da muss das Zeug mit den Klauen auch rein. Hier. Ne, Scheren, so hieß es. Forschende Scheren. Dann geht's weiter. Was war hier nochmal? Hier waren die Tentakel. Knochenlose Glieder vielleicht. Ja, ich glaube knochenlose Glieder. Oder das mit dem Maul, weil so ein Maul hat ja keine Glieder. Das ist klar, hier muss Speerkugeln hin. Und hier dann knirschende Klingen. War es jetzt richtig oder war es falsch? Ich glaube, es war richtig. Das Buch ist nämlich offen. Kapitel 6. Sehr schön. Wir kommen doch voran. So, hier ist wieder deutlich heller. Das fällt auf jeden Fall schon mal auf. Und wir haben einen großen Seelenstein. Die Kunst der Kriegsmagie. Kann ich gar nicht das Buch. Nehmen wir aber einfach mal mit. Wow, hier sieht es interessant aus. Vor allem, wenn die Tür jetzt auch noch zugeht. Tach, Leute, was macht ihr denn hier? Auf jeden Fall gibt es hier wieder nachher ein Wort der Macht, so wie es aussieht. So, eben mal heilen. Und dann den nächsten Sucher. Zack, zack, zack. So, und dann lernen wir jetzt ein neues Wort der Macht. Lindwurm Drachenform. Und dafür gab es auch noch ein Achievement. Hoch, wo kommst du denn her? Achso, ich muss den zähmen. Ja gut, dann nehmen wir mal eben Schreie. Boah, wie der jetzt schon mal guckt, finde ich witzig. Willen beugen. Seid gegrüßt, Vogel. Euer Tun ist mächtig. Steigt auf und ich bringe euch zu Mirag. Dann speichern wir mal. Und der bringt uns zu Mirag. Schick, schick, schick. Wenn du vom Drachen reitest, kannst du ein Ziel fest anvisieren und es mit Magie angreifen. Du kannst auch dem Drachen befehlen, dein Ziel anzugreifen. Um schnelles Reisen zu nutzen, während du auf dem Drachen reitest, verwende die Weltkarte. Genaue Informationen findest du im Abschnitt Hilfe des Hauptmenüs. Seid vorsichtig. Mirag ist stark. Er wusste, dass ihr kommen würdet. Mit E kann ich jetzt was anvisieren. Damit. Sofort. Ja, da musst du erstmal durchblicken. War sehr interessant. Sag mal, will er jetzt ewig dafür brauchen? Ich kann ja nur so doof rumsitzen, oder wie? Ja gut, wir haben Zeit, ne? Habe ich auch noch andere Möglichkeiten? Also, jetzt kann ich absteigen, oder wie? Hä, wo fliegt der jetzt hin? Oh Gott, ich habe Mist gebaut. Das ist mir nicht möglich. Wohin fliegt der denn jetzt? Ah, zu Mirag. Hey, Buddy. Und so begegnen sich das erste Drachenblut und das letzte Drachenblut auf dem Gipfel von Apokrypha. So hat es Hermaeus Mora ganz sicher vorgesehen. Er ist ein launischer Meister, wisst ihr.
nun werde ich frei von ihm sein. Meine Zeit in Apokrypha ist zu Ende. Ihr steht in voller Kraft vor mir. Also werdet ihr auch meine volle Kraft spüren. Ihr werdet sterben. Und ich werde mit der Macht eurer Seele nach Solstheim zurückkehren. Dann herrsche ich endlich wieder über mein eigenes Schicksal. So, dann würde ich sagen, geht's mal ab hier nach dem Speichern. So, wir haben mit denen natürlich jetzt auch noch ein paar Probleme, aber das sollte vielleicht nicht so schwierig sein. Vor allem so viel hält auch der nicht aus. Wobei ich vielleicht denken sollte, ich könnte jetzt mal ein paar Drachenschrei benutzen, oder? Was haben wir da schönes Todeszeichen? Sturmruf? Ne, Sturmruf passt hier gerade nicht so. Nehmen wir Feueratem. Wenn das hier schon so ein Kampf der Drachenblüter ist, Blute, Dovahkiins, was auch immer. Auf jeden Fall, ich habe irgendwie das Gefühl, es steht nicht schlecht für uns. Natürlich werden wir uns auch ein bisschen heilen müssen, aber... Der hat vor allem so ein schickes Schwert. Ja komm, du kannst ja auch nichts, mein Junge. Wutner Kast, ja, das kenne ich auch irgendwoher. Den kann ich gerade nicht, doch, den kann ich auch. Ah, jetzt holt er sich die Seele von dem, oder wie? Damit der wieder geheilt ist. Interessant. Nicht mal so rumschreien hier, Jungchen. Ich finde die Musik oder mal gerade schön. Ja gut, da schmalt den Ernst der Lage. Ja, uns soll er doch. Mir doch egal. Wenn du nicht mal abhauen würdest, dann wäre das ja auch mal machbar. Ja, jetzt komm schon, Junge. Einen Drachen hat er aber auch noch. Das ist eventuell ein Problem. Weil wir ihn dann nochmal so umhauen müssen. Wenn er käst. Na, das kenne ich so nicht. Oh, Jungchen, wo bist du denn jetzt? Und die dritte Runde. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Ich hoffe, die letzte Runde wenigstens. Obwohl, ein Drache lebt hier immerhin noch. Ja, Ganoss. Was kannst du hier sonst wohin stecken? Nein, das Schicksal bestimmt, dass du sterben musst. Ja, auch das Blitzen hilft hier nicht viel. Ich könnte die Waffe eigentlich nochmal aufladen. Das würde, glaube ich, doch zum Erfolg hier beitragen. Da. Aufladen, Azuras Stern. Aber ich kann vielleicht auch Miraks Seele fangen. Das wäre cool. Da muss ich, glaube ich, dran denken. Boah, der kann wohl alles mit dem Nakest hier kombinieren. War, Fo, W, was auch immer. Wieso müssen jetzt eigentlich diese ganzen Drachenleichen da rumliegen? Wer hat das kommen sehen? Also, dass der nicht normale Heilzauber hinnehmen kann. Immer diese Drachen töten. Und unverwundbar werden, wegrennen. So. Nein, 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 nein! Das ist ein Scherz. Sehr schön, der ist wieder oben. Meine Herren. Ich dachte, ich müsste jetzt wieder von vorne mit dem kämpfen. Boah, was macht der denn hier? Was hat der überhaupt da für einen Stab schon wieder? Der Gegenstand ist schon wieder nicht ausreichend aufgeladen, aber egal. Muss jetzt mal reichen. Hey, Kollege, wo bist du? Wo ist der jetzt? Ach, da. Mirak! Ihr dachtet wohl, ihr könntet mir entkommen? Ihr
könnt ihr nichts vor mir verbergen. Macht nichts. Ich habe einen neuen Drachenblut-Diener gefunden. Was geht jetzt mit dem? Er soll für seine Dienste den gleichen Lohn wie ich erhalten. Mira'ak träumte davon, sich gegen mich aufzulehnen. Lernt aus seinem Beispiel. Dient mir loyal. Und ihr werdet auch weiterhin reichen. So. Ich kann mal gucken, was die so macht, das übliche noch. Okay. Dann lesen wir mal wieder Wachträume. Und damit haben wir 5 schwarze Bücher gelesen. Und gibt es ja noch Belohnung oder. Oder nicht? Wohl eher oder nicht? Obwohl, was ist das denn hier? Ach Gott, jetzt kann ich hier. Kann ich hier? Kann ich jetzt hier meine Talente wieder entfernen? Und dann neu verteilen oder wie? Uiuiui, das klingt interessant, leider. Ich möchte jetzt eben mal ausführen, ob das wirklich so ist. Nehmen wir doch mal die Einhändig-Talente. Speichere vorher nochmal. Möchtest du eine Drachenseele benutzen? Ach du Scheiße. Gerne Einhändig-Talente zu entfernen und 12 Talentpunkte zurückzugewinnen. Ne, möchte ich nicht. Das ist aber interessant. Wirklich interessant, dass ich das machen kann. Und ich hoffe auch, ich komme hier theoretisch gesehen immer wieder hin zurück. Ich würde es eigentlich gerne nach Solstheim. Danke. Wirklich interessante Sache. Wobei ich mich jetzt wieder frage, dann muss man ja eigentlich nicht mehr so darauf achten, was man jetzt genau für Fähigkeiten nimmt. Oh, ich hätte Taschendiebstahl, hätte ich die Talentpunkte runternehmen sollen. Das fällt mir jetzt erst ein. Weil Taschendiebstahl ist eigentlich so sinnlos geworden. Irgendwie. Da hatte ich ja auch ordentlich Punkte rein investiert. Obwohl bei Taschendiebstahl gab es das doch auch, dass ich 100 Punkte mehr tragen konnte. Ja, das war nicht so schlecht. Ah, Sonne. Super. So, das heißt, war's das jetzt? War das jetzt die Hauptquest von. Von Dragonborn? Scheint mir fast so. Das heißt, möchte ich ehrlich nochmal gucken. Habe ich das eigentlich gelesen mal? Ja, habe ich. Jetzt möchte ich nochmal kurz Wachträume lesen. Ich will wissen, ob ich da jetzt hin zurückkomme. Also einfach nur in den Raum rein, wo ich dann meine. Fähigkeiten wieder umpositionieren kann. Ja, komme ich sogar. So, dann gucken wir jetzt mal eben schnell. Fähigkeiten, nämlich ich habe in Taschendiebstahl einiges reingepackt. Das war am Anfang unglaublich nützlich, weil ich damit ordentlich Geld gekriegt habe. Ist aber auch nicht unbedingt jetzt notwendig. Deshalb überlege ich gerade, ob ich die Punkte hier runternehmen soll und einfach nur noch bis zu mehr Platz skillen sollte. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Ja, dafür opfere ich auch eine Drachenseele. So, sehr gut. 8 Talentpunkte haben wir wieder bekommen. Waren ja auch, glaube ich, genau die 8. Hier die 5, 1, 2, 3. Genau die 8, die wir hatten. Und dann möchte ich jetzt aber doch nochmal kurz reinskillen. Und zwar möchte ich das mit der Traglast immer noch haben. Brauche ich noch einen Nachtdieb. Und Ragfähigkeit. So.
Große Frage ist jetzt, was nehme ich jetzt sonst noch? Nehme ich dafür? Was nehme ich dafür? In Wiederherstellung könnte ich vielleicht ein bisschen was reinskillen. Ich weiß es doch nicht. Einhändig habe ich eigentlich so weit geskillt, wie ich wollte. Genauso Schießkunst, leichte Rüstung. Ich wusste ja zum Schluss auch gar nicht mehr, wohin mit dem Punkt. Da habe ich ja einfach in Wiederherstellung reingeklatscht. Und hier gab es doch noch. Doppelte Wiederherstellung gäbe es noch. Tod umgehen ist natürlich auch nicht so schlecht. Ich glaube, Tod umgehen ist wirklich nicht schlecht. Ich nehme das mal. Das kann mir echt den Arsch retten, glaube ich. Und ansonsten, hier könnte ich vielleicht noch irgendwann machen. Beschwörung, vielleicht nochmal hochskillen. Ja, ich glaube, das mache ich mal. Hier Beschwörung. Nehmen wir noch Beschwörung. Lehrling, Adept, Experte. Für Meister reicht es leider nicht mehr. Und dann zurück nach Solstheim. Und dann können wir da die Folge beenden. Und guck mal, was Solstheim sonst noch so für uns bereithält. Wir haben ja noch ein paar Nebenquests offen, werden also noch ein bisschen durch die Welt kommen. Durch die Welt kommen werden wir sowieso. Aber war das jetzt wirklich schon die Hauptquest? Erscheint mir jetzt doch sehr kurz, wirklich. Aber gut. Kann man nichts ändern. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir noch viele Abenteuer auf Solstheim erleben werden. Und ich hoffe, dass ihr dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dann, euch noch einen schönen Tag und ciao.